Herzlich willkommen zurück zum höchstwahrscheinlich großen Finale der Gothic 1 Othello Mod. Wir haben soweit alles erledigt, das Questlog ist komplett leer, wir haben nicht mal mehr eine aktuelle Mission, also ich weiß nicht, die aktuelle Mission lautet eigentlich, besiege den Schläfer. Warum das jetzt im Questlog gar nicht steht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber ist nicht schlimm. Wir werden das jetzt machen, ja, wir werden jetzt in den Tempel gehen und ja, den Schläfer wieder an seine Schranken verweisen. Zumindest ist das der Plan. Mal sehen, wie das klappt. Ja, ich bin gespannt, was mich noch erwarten wird. Auf dem Weg hierher habe ich jetzt nochmal bei Diego nochmal meine letzten 5 Lernpunkte in Vitalität investiert. Das heißt, wir haben jetzt exakt 1500 Lebenspunkte. Ja. Also 1000 mehr als zum Zeitpunkt, wo ich ins Kapitel 4 gegangen bin. Ja. Schon krass. So, gut. Ich bin sehr gespannt, ob und wie wir jetzt hier durchkommen. Ich habe Bolzen dabei, nämlich 550 knapp. Das sollte eigentlich reichen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man jetzt mit dem letzten Kapitel nochmal haufenweise schier unbesiegbare Gegner jetzt hier nochmal im Tempel gespawnt hat. Und man jetzt auch wirklich Uriziel als Waffe bzw. als Armbrust, wie ich sie jetzt habe, die Uriziel-Armbrust benötige. Ja. Aber der Schaden bei einem Krit ist ordentlich. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich hoffe, dass das auch auf die anderen Gegner so gut anspricht, wie ich es mir jetzt hier vorstelle. Es wird auf jeden Fall krass. Ja, okay, der Schaden ist wirklich gut. Bei einem Crit. Wenn ich critten würde. Gefährlich ist es trotzdem. Aber durchrushen bringt... Ach, vorbei. Kämpfen bringt eigentlich gar nichts, wenn ich nur so drüber nachdenke. Ich kann einfach durchrennen. Wozu muss ich jetzt noch kämpfen? Ich muss einfach nur den Schläfer töten. Mehr muss ich doch gar nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie leveln müsste oder irgendwie Erfahrungspunkte jetzt noch grinden müsste. Das muss ich gar nicht. Brauche mich gar nicht damit großartig aufhalten. Ich glaube, ich werde schon genug Schwierigkeiten haben, wenn ich dann hinter dem letzten untoten Ork-Schaman durch bin. Da werde ich schon mehr als genug noch zu tun bekommen, bin ich mir sicher. Das kannst du ja mal annehmen. Ich bin gespannt. Bin gespannt, wie das jetzt wird. Ob ich mir jetzt hier komplett die Zähne ausbeißen werde oder ob das jetzt relativ schnell gehen wird. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn das jetzt eine kurze Folge wird, ne, sind wir mal ehrlich, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich hab nur lange Folgen in diesem Projekt gehabt, also eine halbe Stunde plus mindestens. Ich glaube, es gab keine Folge, die unter einer halben Stunde lang war. Normalerweise ist ja mein normaler Turnus ist ja eigentlich immer nur so 30 Minuten Folgen gewesen, aber da ich jetzt wie gesagt in Kürze ein neues Projekt starten wollte, ja, und was jetzt bald halt spielbar ist, eine neue Gothic Mod oder die nächste Gothic Mod quasi, die jetzt aber bald rauskommt nochmal, eine neue Version davon, wollte ich jetzt einfach die Othello Mod jetzt durchbringen und längere Folgen sind vielleicht auch gar nicht so schlecht für Leute, die es gewöhnt sind, lange Folgen zu gucken, auch bei anderen Kanälen. Und dementsprechend, ja. Du hast eine bessere Waffe. Ich werde dich aufhalten. Oder es juckt ihn einfach gar nicht. Gut. Ist okay für mich. Alter, wie heißt das Schwert? Mytherion? Koran, Tirason, Oleator, Sinuel, Mytrion. Ey, das ist so ein cooler Name für ein Schwert. Entschuldigung, aber das ist ja mega geil. Das ist echt ein richtig cooler Name für ein Schwert. So, jetzt erwarte ich eigentlich Templer, um ehrlich zu sein. Hier ist nichts. Keine Templer. Gorboba. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Die haben so richtig wilde Rüstungen an, okay. Gorboba, Boba, Boba, woher kennt man den denn? Gorboba. Gorboba.
War der auch im Sumpflager? So ein Wächter in so einem Sumpf da hinten in der Ecke? Keine Ahnung. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Geile Rüstung. Muss ich sagen, geile Rüstung. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Wirklich geile Rüstung, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Schade, dass man die nicht selber bekommen kann. Wirklich coole, cool umdesignte Ritterrüstung. Paladinrüstung, sehr cool. So. Aber jetzt stecke ich mal meinen Stahl hier in die Löcher. Das klingt irgendwie falsch. Aber es gefällt den sonderbaren Stein, ich bin mir sicher. Der Gorboba. Eigentlich ein netter Kerl wahrscheinlich. War leider korrumpiert. Ich mag die grünen Farben hier im Tempel. Dieses Grün und Türkisblau und so. Das sieht wirklich cool aus, muss ich sagen. Geil. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Ein Mittagsschläfchen halten. Verständlich. Manchmal wünschte ich mir wirklich, ich hätte auch die Zeit, einfach sagen zu können, so... Jetzt lege ich mich mal eine Stunde aufs Ohr. Mittagsruhe. Das wäre schon geil. Aber unter der Woche geht's natürlich nicht, weil ich arbeiten muss. Am Wochenende geht's auch nicht, weil ich unter der Woche arbeiten muss und ich am Wochenende nur Zeit habe für so Sachen wie Gothic-Sketche basteln oder irgendwie Projekte aufnehmen, schneiden, Videos schneiden, Streams vorbereiten etc. Da kann ich mir nicht einfach mal leisten zu sagen, okay, ja, jetzt... Lege ich mich mal zwei Stunden hier aufs Ohr. Also könnte ich schon machen, aber dann bleibt die Arbeit ja liegen. Also ist ja auch doof. Und manchmal kommt es auch mal vor, dass ich sagen will, okay, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren oder so. Morgen zum Beispiel habe ich um 9 einen Termin im Barbershop. Da werde ich mir einen Bart mal ordentlich herrichten lassen. Eine frische Frisur cutten und danach werde ich einfach ganz entspannt zwei Stündchen nach Hause laufen. So. Kann ich nix. Ich werde mich nicht in die Bahn setzen und dann in einer Viertelstunde zu Hause sein. Nee, nee. Ich werde dann das Wetter nutzen. Also für morgen ist der 12. November. Und es ist dann schon schön kalt. Und die kalte Luft, die von der Elbe kommt, die riecht nochmal besonders frisch. Finde ich geil. So ein schöner Spaziergang an der Elbe lang. Das ist toll. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal in Dresden seid, zu Besuch oder so, und ihr habt die Chance, mal einen Spaziergang an der Elbe zu machen, gerade im Winter, ist herrlich. Gerade noch so, wenn der Nebel, vor allem am Morgen, wenn der Nebel noch so aus der sächsischen Schweiz noch so mitzieht und noch so auf dem Wasser ruht. Oh, ist herrlich. Ich sag's euch. Vielleicht, wenn's Licht gut ist und so, werde ich mal ein paar Fotos machen mit meinem neuen Handy. Werde das mal auf Instagram posten.
Also folgt mir auf Instagram. Oder auf Discord, wahlweise. Vielleicht poste ich dir auch in Discord, mal sehen. Lass mich überraschen. Wovon ich mich jetzt aber auch überraschen lasse, sind so die Tränke, die ich mir gönne noch. Aber wozu ich die Erfahrungspunkte... Naja, wobei, jedes Level up bringt mir ein kleines bisschen mehr Lebenspunkte. Also das ist schon okay. Jetzt zu sagen, dass ich mir jetzt hier nochmal die Erfahrungspunkte reinziehe. Ich glaube, für ein Level up reicht es jetzt nicht mehr, aber... Wir haben jetzt diese Armbrust. Ich glaube, mit dieser Armbrust werden wir jetzt nochmal richtig durchbremsen. Also ich glaube, das wird jetzt ganz gut gehen. Wie gesagt, fürchte immer noch so ein bisschen das Schlimmste, ne? Je nachdem, was mich da noch so an Templern erwartet. Also dieser eine Goa Boba jetzt mit seiner fetten Überrüstung, der war jetzt schon krass, muss ich sagen. Aber es kann sein, dass es da jetzt natürlich mehrere von dem Kaliber noch gibt da unten. Wie gesagt, ich erwarte ehrlich gesagt von der Mod jetzt, dass sie daran gedacht hat, dass sie keine Novizen hierher gebracht hat, sondern dass ja jetzt alles nur Templer sind, die da unten jetzt mit Kalom sind. Kein Novize. Denn Kor Anga sagte ja, ne, Kor Kalom ist mit einigen Templern aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Und das impliziert für mich halt einfach, dass jetzt hier nur Templer sind. Bis jetzt stimmt's, ne? Bis jetzt waren nur Templer hier. Aber ich erwarte das jetzt auch in gewisser Weise. So. 227 Stärke, 1580 Leben. Das ist nochmal durchaus ein ordentliches Stück Power, die ich jetzt bekommen habe. Oh nein. Oh, ich dachte jetzt kurz, der springt da jetzt einfach rein. Manchmal traue ich dem Spiel. Wow, habe ich die Sequenz jetzt echt übersprungen? Ungewollt? Das tut mir jetzt leid. Das war jetzt nicht meine Absicht. Wisst ihr was? Ich esse das jetzt alles. Brauchst du es eh nicht mehr. So, ich bams mir das jetzt hier alles rein. Völlig wertlos, die Dinger zu essen, aber gut. Gibt mir noch einen Intelligenzbonus. Wozu auch immer ich das jetzt noch gebrauchen könnte. Komm, ich boost mich jetzt hier noch hoch. Dann speichere ich und dann gucke ich, was mich erwartet. Ich bin gespannt, ob Kalom jetzt hier diese Pyrokinese drauf hat. Diese Tötungskinese. Ach du heilige Scheiße. Das sind alles Templer. Das ist so, wie ich es befürchtet habe. Das sind alles Templer. Oh mein Gott. Schließlich sehen wir uns also wieder. Ach du Scheiße. Lass dich hier nicht mehr blicken. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Oh nein. Ich habe jetzt 13 Templer da unten gezählt. Während der mich jetzt voll gelabert hat. 13 Templer. Mit den zwei Templern, die ich schon besiegt habe. Dem Goa Boba und dem anderen. Oh. Wären das also quasi insgesamt 15. 15 Templer, die er hierher geschickt hat. Und dass er jetzt quasi hier die Dämonenbeschwörer-Robe hat, finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Das hat was. Ah ja, cool. Jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss weg hier, glaube ich. Oh, shit.
Was habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Habe ich irgendeinen magischen Gegenstand? Ja, hier, guck mal. Ich glaube, das hier. Edelstein des Dämons. Ah, okay. Das ist quasi wie eine Rune. Und auch das kalte Herz funktioniert wie eine Rune. Alles, was von dem Gefallenen übrig ist, Zauberer. Leicht am Frost, mit Frost bedeckt. Okay. Ich muss jetzt einen Weg finden, diese Templer da unten platt zu machen. Wenn ich irgendwie auf einen Spot komme wie hier, ja, das wäre gut. Ich sehe halt legit nix. Oh shit. Okay. Ich hab's verstanden. Ja, ich weiß, es hat nicht funktioniert. Ist okay, alles gut. Habe ich Kalom jetzt schon umgenietet? Ne, der kommt an. Aber ich muss unbedingt einen Weg finden, die Templer dort... Ich muss einen Weg finden, die Templer Platz machen. Ich glaube, ich muss die einzeln locken. Okay, das sind mir trotzdem noch ein paar zu viele. So zwei oder drei wären okay, aber jetzt nicht 10. Also, wenn es geht... Das ist ein Problem. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich die zur Lava locken. Okay. Was machen die? Was wollen die machen? Genau, die machen gar nichts. Oh shit. Da sind trotzdem noch 2. Oh. Okay, aber Ich glaube, ich habe die meisten jetzt schon losbekommen. Da sind jetzt locker 5, 6 reingeflogen. Dumme Idioten. Ey, als... Hä? Da lebt ja noch einer. Wie kann das sein? Junge, du müsstest tot sein. Ist mir egal. Soll er machen. Wenn er denkt, dass es gut ist. Also tatsächlich hat Korkalom 15 Templer mitgenommen. Der Schläfer guckt mich so böse an. Und der schießt Feuerbälle. Schläfer, hör mal auf damit. Das war unnötig. Wie bitte? Das war unnötig. Okay. Das war also unnötig, alles klar. Das ist ja geil. Ach, es kommt, als ob du mich durch den Schrein treffen kannst. Das ist ja mal eine Mega-Frechheit hier. Entschuldigung? Excuse me, bitch. Das ist ja eine mega Frechheit. Das war unnötig, sagt er. Oh! Okay. Ich muss mich kurz zurückziehen. Ich muss mal ganz kurz weg hier. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mich hier nicht treffen kann. Jetzt mal die rechten beiden. Also wie gesagt, fand ich cool, dass Kalom jetzt so eine Robe anhatte, so eine Dämonenbeschwörer, aber es war cool. Auch die Rüstung der Templer an sich fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Klar, darüber kann man sich jetzt streiten, ne? Kann man sagen jetzt so, warum, woher sollten die Rüstung jetzt haben? Hier Lagerbestand im Schläfertempel oder was? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es Schlagerbestand im Templer, im Tempeltempler. Also wie gesagt, ich fand's cool. Das fand ich ganz erfrischend. Auch wie gesagt, mit der Dämonenbeschwörerrobe für Kalom, das passt auch irgendwie zu ihm. Jetzt mit seinem komplett offenen, bösen Wandel. Er ist halt auch... Wobei, Kalom selber wird wahrscheinlich gar nicht böse sein. Der ist einfach nur korrumpiert. Also, ist einfach nur, ja.
kontrolliert, korrumpiert, böse. Jetzt, jetzt hat sich das Spiel einfach geschlossen. Ist einfach rausgegangen. Really? Okay. Ja, die Sequenz sollte aber schon noch sein. So, probieren wir das Ganze nochmal. Mal gucken, ob die Sequenz jetzt läuft. Das wäre toll. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Eine Geschichte, die wir offiziell leider nie zu Gesicht bekommen haben. Nämlich die Geschichte vom Gothic Sequel. Die nie beendet wurde und nie offiziell veröffentlicht wurde. Guck mal, Horst Warschak war damals schon beim Game Design dabei. Horst Warschak arbeitet, glaube ich, auch heute noch bei Piranha Bytes. Ich glaube, ist einer der konstanten Mitarbeiter bei Piranha Bytes. Ja. Die Mucke ist jetzt, glaube ich, sehr laut. Deshalb hört man mich jetzt, glaube ich, nicht. Deshalb muss ich aber mal ein bisschen lauter reden hier. Ich glaube, Mario Röske arbeitet heute auch noch bei Piranha, aber jetzt, wenn ich mir die Credits gerade mal so überlege von Elex 2. Mit Ralf Marzinzig waren wir mal im Podcast. Grüße gehen raus. Das wir wahrscheinlich hier eh nicht sehen, aber egal. Ja, was soll ich zur Mod sagen? Die Othello-Mod. Bin mittlerweile etwas. Ich bin gespaltener Meinung, muss ich sagen. Was. Ja, ich lass mal kurz die Mucke durchlaufen, weil ich glaube, man hört mich jetzt eh gerade nicht. Ja, also ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung, geteilter Meinung. Weil, also, was die Mod gut macht, ist zum Beispiel die Details in der Spielwelt, ne, die hinzugefügt wurden, die Leichen und neue Locations und so. Das war wirklich, wirklich cool. Das war auch mit viel Liebe zum Detail gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Was eine absolute Vollkatastrophe war, war das Balancing. Das war wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Also, wenn ich mir überlege, bis zum Kapitel 4 war es eigentlich gut. Also, bis zum Kapitel 4 war es schon knackig, muss ich sagen. Also es war schon schwer, aber es war jetzt nicht so schwer, dass ich als, ich sag mal, PvP oder PvE-Noob in Gothic jetzt da kapituliert hätte. Aber ab Kapitel 4 war auf einmal so ein Knick drin im Balancing, dass auf einmal warst du komplett unterlevelt. Also bis dahin kamst du irgendwie durch, aber ab dann war es einfach nur noch Grinden. Die ganze Mod war darauf ausgelegt, dass du halt alle Locations tausendfach besuchst und die Monster killst. Das war wirklich das Einzige, was mich an der Mod hier wirklich massiv gestört hat. Ansonsten, viele coole Sachen wurden echt cool umgesetzt. An sich auch die Golem-Rätsel von Xardas, die fand ich an sich auch cool gemacht. Das fand ich toll. Aber das Grinding, die Golems, also die Monster allgemein in der ganzen Spielwelt, so, es war einfach nur noch übertrieben. Also, was ich liebe es, neue Locations zu erkunden und zu entdecken. Das finde ich total geil. Aber das mit so krassen Monstern voll zu stopfen, die du einfach nicht besiegen kannst, mit deinem normalen Spielstand,
Das ist einfach dann nur noch ein Abfuck. Und ich glaube, ich habe ja auch in den Kommentaren immer wieder lesen können, dass es super viele Leute gibt, die davon abgefuckt waren und die Mod abgebrochen haben. Und ich weiß jetzt auch, warum. Am Anfang konnte ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich aber auch noch nicht wusste, was halt auf mich zukommt. Ich wusste einfach nicht, was da passieren wird und was da auf mich im Endeffekt eigentlich da auf mich zukommt. Dementsprechend, jetzt ist die Wolte jetzt wieder abgestürzt, klasse, okay. Ich mache das jetzt einfach so zu Ende mit Blackscreen, dann müsst ihr jetzt kurz mitleben. Unterm Strich, wenn ich das auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten müsste, die Mod, würde ich sagen, ist eine 5,5. Es ist eine gute Mod, viel Liebe zum Detail. Aber das Balancing macht's für mich wirklich, wirklich stark kaputt und stark unspielbar. Hätte ich privat gespielt, hätte ich die Mod nicht zu Ende gespielt, muss ich ganz klar sagen. Ich hab's jetzt nur zu Ende gebracht, weil ich eben die Chance hatte jetzt, wo ihr gesagt habt, auch es ist okay, wenn du cheatest, dir die Stats cheatest, ansonsten hätte ich hier ewig und 3 Tage gesessen und das hätte ich mir nicht angetan. Ja, gut. So viel dazu. In Kürze wird dann hoffentlich das nächste Projekt starten. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es, habe ich jetzt schon Folgen aufgenommen, vielleicht werde ich das jetzt noch aufnehmen müssen. Kann sein, dass jetzt auch ein paar Tage nichts kommt, ja, oder halt anderer Content, bis die Mod dann halt da ist. Mal sehen, muss ich mich selbst noch überraschen lassen. Macht's gut, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Projekt. Macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.